Ja. Und bitte. Störtebeker, Szene 1122, Take 9. Die Königin. Gut gemacht. Prima. Skarning! Warum stirbt hier niemand? Meine Königin! Ja, das bin ich! Männer! Eure Königin ist zurückgekehrt! Ich war sehr überrascht, dass ich tatsächlich auf einer Naturbühne bin. Das habe ich das erste Mal verstanden, was Naturbühne bedeutet. Das heißt, du stehst wirklich auf Sand. Und wenn du nach oben blickst, ist wirklich Himmel, die Sonne scheint. Du guckst nach links, du siehst das Wasser. Das ist echtes Wasser. Ich bin erst mal wirklich da nach hinten gegangen und habe gedacht, ist es jetzt wirklich wahr, was ich sehe? Ist das wirklich Wasser? Wir spielen wirklich so nah am Wasser. Ich war sprachlos. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und das fand ich auch so toll, weil ich dachte, wenn die Zuschauer da sitzen, die sehen etwas, was man sonst nie sieht, was es nicht gibt am Theater. Die sehen wirklich, das ist alles authentisch. Am Anfang die Proben, das erste Mal wirklich in der Sonne stehen, die Augen zusammenkneifen und denken, wow, ist es jetzt heiß. Also jetzt schwitze ich wirklich und jetzt muss ich, und wir spielten alle, das kannte ich auch nicht, mit Hut, mit Sonnenbrille, du siehst den Kollegen gar nicht, dann teilweise war auch wirklich starker Wind oder mal Regen, zwar sehr selten. Das muss man sich schon umstellen, wie ist das jetzt, wenn wirklich Wind weht, da ist wirklich Wind, du siehst nicht mehr, die Haare knallen dir vors Gesicht. Das ist die schnellste Umstellung, aber die größte Umstellung für mich war die Lautstärke, weil man ist ja auch wirklich, man hat eine Verstärkung, man hat Mikroport und dem zu vertrauen, dass du wirklich nicht laut sein musst. Und deswegen ist schön die eine Szene am Bild 5, wenn ich nur mit einem Kollegen da vorne bin und das ist eine Art Verführungsszene, ist jetzt nicht in dem Sinne, aber da kann, und das habe ich dann auch wirklich, da wusste ich, okay, ich kann vertrauen, dass ich leise sprechen kann. Ich bin froh, euch gefunden zu haben. Ihr habt Kraft, wisst, was ihr wollt, habt ein schnelles Schiff, eine beeindruckende Mannschaft und wollt ihr mein Zelt besichtigen? Du hast die Kollegen, die großartig sind hier und du schaust die an und die geben dir so viel Energie und das ist großartig. Ich liebe es zu spielen und ich freue mich auf jede Vorstellung und ich nehme an, jede Vorstellung wird auch anders sein. Ich dachte auch gestern Abend, da war Wind, das war das erste Mal, dass wirklich stärkerer Wind war und dann fliegen die Haare einem dann ins Gesicht, diese langen, und dann bist du erst mal irritiert und sagst, bitte, kann jemand den Wind abstellen? Kann aber keiner. Aber das muss man dann lernen, damit umzugehen. Das ist auch alles neu. Ich glaube, jeder Abend wird neu sein. Bei einer Probe waren ganz viele Mücken. Das ist auch neu. Und ich habe dieses goldene Kleid. Und das war wirklich ein gefundenes Fressen für die. Ich war innerhalb von Sekunden voll. Das sehen die Zuschauer Gott sei Dank nicht, oder hoffe ich, dass man wirklich beim Sprechen kneift und die Mücke jetzt versucht, da jetzt rauszuschleudern, die man gerade droht zu verschlucken. Aber das ist das eben live und das ist Naturbühne. Um Frieden geht es ihnen nicht, sondern um ihre ach so großen Einbußen durch die Kaperfahrten der Piraten. Das ist beleidigend. Sie vergessen wohl, wer ich bin? Ihr seid Königin von Norwegen und Dänemark. Und Schweden! Richtig, Hoheit, natürlich. Ich glaube immer, die Rollen haben viel mit uns zu tun. Nicht, dass wir jetzt so böse sind oder was weiß ich, oder so gut sein können. Ich denke, man spielt ja mit seinem Körper und es ist die eigene Stimme, sind die eigenen Schwingungen, die man hat. Und man muss sich nur trauen, die auch rauszulassen. Ich habe eine Mörderin gespielt und habe mir überlegt, also weil viele Zuschauer, es gab nachher oft, was ganz toll ist, dass man wirklich Publikumsgespräche hat. Man lernt wahnsinnig viel vom Publikum durch die Fragen, die gestellt werden, wo man denkt, ach Gott, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Kommt das wirklich so rüber? Das ist ja interessant, toll. Also das hätte ich mir gar nicht zugemutet, dass es so jetzt rüberschwappt. Und da habe ich mir oft drüber nachgedacht, weil die hatten damals auch die Fragen gestellt, sie bringen so viele Leute um und wir sind trotzdem auf ihrer Seite. Ich denke, dass wir viele Sachen wirklich in uns haben. Wir würden die vielleicht nicht so ausdrücken, wir würden ja auch nie jemand umbringen oder ich würde jetzt niemand schlagen wir hier oder treten. Aber ich glaube, dass die Emotionen in uns drin sind. Ihr seid eine Schande. Aber es ist Krieg. Ihr nichtsnutzigen Bastarde! Krieg rechtfertigt solche Taten nicht.
Und da finde ich, dass wir den schönsten Beruf auf dieser Welt haben. Weil wir können das wirklich rauslassen. Ich bin in Rumänien geboren. Meine Mutter ist Ungarin, mein Vater deutschstämmiger. Ich war auch auf einer deutschen Schule, also eine dreisprachige Schule. Und wir haben besser Ungarisch gelernt, leider als Deutsch. Aber wir haben ganz viel Theater gesehen. Und ich kam damit so ganz früh in Berührung. Und das habe ich geliebt. Für mich war es klar, wirklich mit 6, ich werde Schauspielerin. Und das habe ich auch nie abgelegt. Ich hatte meinen Papa mal gefragt, ob gibt es denn in der Familie irgendjemand, der das gemacht hat oder machen wollte? Und mein Vater sagt, der einzige Schauspieler in der Familie war ein Pfarrer. Für den ist ein Schauspieler natürlich. Also das liegt in der Familie irgendwo. Und ich, okay. Ich liebte es da in dieser Stadt. Ich habe sehr, sehr geweint, als ich da weg bin. Das waren die fünf Jahre, waren ganz schlimm, die ersten 5 Jahre, als ich da das Land verlassen musste und dann im Westen war und überhaupt nicht klar kam. Und ich glaube, diese Zeit hat mir sehr geholfen, jetzt um wirklich viele, ich habe sehr viele tragische Rollen gespielt. Das liegt mir wahnsinnig, ganz schnell. Ich weine sofort auf der Bühne und so und bin, also die Tragödie ist in mir drin. Ich bin auf die Schauspielschule nach Stuttgart, da habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und das hat geklappt. Ich habe sehr hart an der Sprache gearbeitet, auch das R zu lernen und so, und das war die beste Schule dafür. Und kam von da, da war Peimann zufällig mal da und der guckte sich immer Leute an. Und ich habe mit einem Kollegen gerade an einem Stück gearbeitet, an einem ersten Theaterstück da auf der Schauspielschule, und so kam es dann, dass er mich dann engagiert hat. Ich wusste nicht, was das Burgtheater ist. Ich wusste auch nicht, wer Peimann ist. Ich wusste auch nicht genau, wo Wien jetzt, also ich wusste in Österreich, aber ich wusste nicht, dass da ein Theater. Es hat mich auch nicht so interessiert und das ist ein bisschen bis heute so geblieben. Für mich ist es ausschlaggebend, Theater zu machen, egal wo. Das ist mir wirklich nicht wichtig. Für mich ist wichtig, ein tolles Team zu haben, und das ist hier wirklich gelungen. Und ich war so froh, weil die Kollegen sind alle großartig. Es sind wunderbare Schauspieler, mit denen ich spiele, großartige Schauspieler. Es war auch ein toller Regisseur, mit dem ich hier zusammenarbeiten durfte, der wirklich sehr mit mir gearbeitet hat. Das fand ich ganz toll. Ich habe wirklich einen großartigen Kollegen, mit dem ich spiele hier, die Königin. Der Skanings, war der Skaning, der Mike, ganz toller Kollege, der auch wirklich sehr viel gibt auf der Bühne, der dich immer auch anguckt und ganz viel Energie rüberkommt. Und das ist toll, das ist großartig, auch dass ich so einen wunderbaren Kollegen an meiner Seite habe, der wirklich immer, immer 100% da ist. Und mit den anderen Kollegen habe ich leider nicht so viel zu tun, weil die sind halt drüben. Aber diese Tischszene, die wir haben zum Beispiel gemeinsam, die ist großartig, da kann ich die mal wirklich nah sehen. Und bin auch immer beeindruckt, wie klar und stark die da sind. Auch euch heiße ich willkommen, Klaus Störtebeker. Und? Michels. Michels. Gödeke Michels. Vielen Dank, Königin, dass wir an eurer Tafel willkommen sind. Wunderbar. Dann kommt, setzt euch. Ich bin so froh um diese Szene, weil ich die sehen kann. Und ich gucke die dann auch wirklich mit so großen Augen an. Und wow, aha, okay, jetzt wollt ihr kämpfen um was, okay, machen wir. Also gut, dann lege ich auch mal los hier. Ich habe noch eine Szene, die ich sehr liebe. Das ist auch toll aufgebaut, finde ich, auch dramaturgisch und regiemäßig. Das ist, wenn ich zu den Gegnern gehe. Aber es hat auch mit den Gegnern zu tun, dass ich zu denen rüberlaufe. Gut, gut, dann komme ich zu euch. Damit ihr mich besser sehen könnt. Dieser Weg dahin ist ganz toll. Und dann spüre ich die Pferde hinter mir. Also ich weiß bis heute nicht, wie das aussieht. Ich spüre das aber, das reicht mir. Diese Gewalt dieser Tiere, das ist so diese Stärke, diese Kraft, die einem geben, das ist also sensationell. Ich sehe die nur, wenn ich mich umdrehe, und dann stehen die da und machen mir den Weg frei. Und da fühlst du dich wirklich wie ein König. Das ist so schön. Also diese Szene liebe ich total. Ich würde sagen, vielleicht ist das mein Lieblingsbild. Wie organisierst du das eigentlich so mit deiner Familie, dass du jetzt ja 4 Monate weg bist? Ja, meine Tochter hat ja auch einen Papa, ich habe eine Tochter, und wir teilen uns das auf. Er ist Regisseur, und man nimmt er sie mit oder ich habe sie. Jetzt ist sie hier zum Beispiel bei mir,
Und morgen wollen wir nach Stralsund. Da bin ich gespannt, wie es da ist und so ein bisschen shoppen mit der Tochter und so. Und das freut mich wahnsinnig, auch mal ein bisschen was anderes zu sehen. Aber wenn es nur nach mir ginge, ich glaube, ich würde hier gar nicht weggehen. Ich gehe durch den Wald, ich gehe spazieren, ich würde auch ein bisschen einkaufen und ich bereite mich immer ziemlich vor. Vielleicht wird es dann im Laufe der Vorstellung weniger, aber ich gehe immer den Text durch, laut und entspanne mich vorher ein bisschen. Ich merke jetzt, es sind sehr viele ungarische Stunt-Leute. Das ist ganz toll. Abends so ab und zu ein Palinkon, Schnaps, das ist grandios, das liebe ich. Und wir erzählen uns dann ganz viel und ich fühle mich ein bisschen heimisch, unter anderem, weil ich auch meine Muttersprache hier sprechen kann. Aber nicht nur deswegen, wir sind ein tolles Team und das ist für mich das Schönste.